Servus, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr Zeit gefunden habt, wieder reinzuschauen, was sich bei mir so tut. Es tut sich einiges. Das habe ich jetzt schon gemacht. Dahinter ist isoliert. Diese Korpus stehen quasi in der Wand, schauen etwas heraus. Isolierung, rundherum diese Verblendungen, wobei man keine Schrauben sieht. Das ist alles innen geschraubt oder hinten mit 2x2 Leisten. Aber das werdet ihr jetzt alles sehen. Ich werde diese Wand freiräumen müssen und diese Wand freiräumen wird kein Zuckerschlecken werden. Hier ist alles gemüllt. Ja, man kann sagen, es ist alles vollgemüllt. Hier ein kleiner Einblick in die Vollvermüllung. Vermüllter kann es gar nicht sein. Das ist eine Vermüllungszentrale hier, diese Wand. Ich werde das jetzt alles in dieser Höhe, die ich so machen kann, ohne dass ich mir quasi was herstelle, um höher arbeiten zu können, werde ich das so jetzt fertig machen. Und dann die nächste Stufe, wenn alles fertig ist, werde ich da oben isolieren und diese Eisenplatten, die ich habe, verschrauben. Und dann, wenn das fertig ist, wird gestrichen und Fächerträger, Fächer und die Türen angeschlagen. Das ist mein Ablauf. Also jetzt fange ich an mit dem Ausräumen dieser Vermüllungswand. Auf die Plätze, fertig, Feuer, los! Stunden später habe ich diese Wand freigeräumt. Jetzt habe ich mir diesen Punkt mit dem Laser übertragen auf die andere Seite, denn das hier habe ich mit der Wasserwaage gemacht, habe es mir unten ausgekeilt, bin einen Zentimeter vom Boden raufgegangen, dass ich auf jeden Fall genug Spiel habe, nicht dass ich einhobeln muss, denn unten kommt sowieso eine Sessleiste, die das abdeckt. Und hier habe ich mir jetzt überall dann den Laserstrich mit einem Bleistift markiert und an den Strich muss ich dann quasi die Platte nur raufkeilen und von hinten schrauben. Ich werde hierzu hier 2x2 Leisten anschrauben, dann kann ich das von hinten schrauben, die erste Platte, dann gebe ich die Isolierung hinein, so hoch circa, und dann kommen die Kästen, aber das werdet ihr jetzt alles selber sehen. Jetzt werde ich einmal aussaugen, dass die Wand sauber ist. So, hier schraube ich mir so 2,5 Leisten an, die sind mir übergeblieben, weil ich irgendwas zugeschnitten habe mal. Meine Bretter und gehen so, also die Platten, und die kann ich hier noch verschrauben. Und hier unten klebe ich einfach was hin, aber das werdet ihr jetzt gleich sehen, wie ich das löse. Ich lasse das lieber ein bisschen zurückstehen, also lieber schaut das um einen Millimeter zurück, als es ist zu weit vorne. So, jetzt brauche ich meine Ausgleichsfackel. Wenn die Platte jetzt nur in den oberen Teil angeschraubt ist und unten ist nichts und man läuft dagegen oder was, dann würde das hier unten immer anschlagen und irgendwann würde es locker werden. Jetzt löse ich das ganz einfach. Ich halte mir das her und dann sehe ich, was da reinpasst. Das ist diese 3 mm Platte. Das ist ein Montagekleber. Ein wenig Kleber drauf und dann einfach hierher kleben, mit der Latte nochmal kontrollieren, passt ganz genau. Und hier bei dieser Mauer werde ich dann einfach die Sessleisten andübeln, werde durchbohren und dann presst sich die Platte mit den Sessleisten an das hier an und das sollte ganz genau passen. Das mache ich auch hier, hier sind das 4 mm. Gleich besser. Hier mache ich dasselbe. Versuchen wir wieder die 4 mm. Wenn es passt, haben wir Glück gehabt. Passt. So, jetzt bohre ich mir diese Leisten noch vor, so schräg, dass ich dann später auch ordentlich schrauben kann. Also, dass ich die Schraube hineindrehen kann, dass ich mit der Bohrmaschine schon Platz habe. Hierzu drehe ich mir auch gleich Schrauben vor. Und hier kann man sehen, habe ich mir die Striche gemacht, wo ich mit der Platte dann bündig hingehen muss. Hier kann ich auch mit Keilen arbeiten.
dann bringt man das ganz schön hin. Hier gehe ich circa bündig mit dieser Wand 2 cm ungefähr zurück. Dann kommt noch der Stock hierher. Also hier werde ich eine Verblendung geben. Hier passe ich. Hier der Strichkontrolle. Jetzt hänge ich das hier an. So. Und zur Sicherheit lege ich mir jetzt die Wasserwaage rauf. Ja. Zuerst richte ich mich natürlich nach dem Strich. Bin ganz genau jetzt beim Strich. Und die Wasserwaage tausendstel noch nach unten. So passt das. Jetzt schaue ich das auch an. So, auch. Hier ist das Zucken ab. Hier werde ich noch eine Platte, eine 2x2 Laste anschrauben. So, jetzt kann ich unten schon die zweiten Schrauben geben. Hier habe ich mir wieder eine Phase angefräst, geschliffen und die Fläche mit dem Hupfer geschliffen. Streichen werde ich das erst, wenn es montiert ist. Passt ganz genau. Und unten steht das jetzt quasi an dem, was wir angeklebt haben, mit dem Montagekleber an. Und die Sitzleiste geht bis hierher. Jetzt schaue ich durch und ziehe das mit Gefühl an. Mit der Latte natürlich, dass ich keine Sutte hineinziehe, denn es ist ja nur alle 60 cm dieses Backel hinten. Und dann ist die Platte auch unten stabil. Das hier mit dem Brett ist sich genauso ausgegangen, dass ich es nicht mehr schrauben kann. Jetzt gebe ich einfach eine Aufdopplung. Aufliegen tut es dann sowieso hier. Das zieht sich dann eh alles bündig, wenn ich das anschraube. Also das passt dann auf jeden Fall, weil ich hier vorher zurückgegangen bin. Ich hoffe, das habe ich jetzt verständlich erklärt. Und hier kann man sehen, ich bin ja zurückgegangen. Hier sieht man noch die Stufe, dass ich zurückgegangen bin. Aber wenn ich das von hinten anschraube, zieht sich das alles bündig und es ist perfekt. Und daher diese zweite Leiste, das zieht sich dann mit der nächsten Platte alles nach vor und das passt. Jetzt werde ich das hier noch verschrauben. Aber es ist besser, es ist jetzt hier der Stoß, wie wenn er hier wäre, dann hätte ich lamellieren müssen. Und das mache ich jetzt so bis ganz hinten, überall diese 2,5 Leisten, also diese 2x2 Leisten, einfacher zu sagen. Anschrauben, Platten her, in die Waage, also nach dem Strich und sicherheitshalber noch nachkontrollieren und anschrauben, dann kommt Steinwolle drauf, aber das mache ich jetzt und dann seid ihr wieder dabei. Manuel, gib Gas, zack, zack. So, jetzt habe ich hier einige Schläuche gerichtet für die Verkabelung. Die werde ich mit so einem Lochband nur befestigen, dass wenn später was ist, kann ich einfach nachschieben oder ein neues Kabel hinein. Hier unten noch einmal. Hier vorne habe ich auch noch das Kabel. Hier wird der Schalter herkommen für die Absaugung. Und dann muss natürlich ein Kabel zur Absaugung auch gehen. Also zum Motor. Und ja, 110 wird die Höhe, 115, ja, passt. Oben habe ich auch noch genug Fleisch, ja. So, passt vielleicht noch in der Mitte eines. Dann habe ich mir hier ein Kabel hergegeben, dass ich 2er Steckdosen da unten geben kann. Schaden kann es nie. Wie gesagt, diese Kabeln, hier kommt der Strom und hier geht es weiter zum Motor und hier wird der Schalter montiert. Dann habe ich ein Starkstrom noch vom Zählerkasten hier hergegeben. Das lasse ich da oben rausgehen und das werde ich in der Garage auf der anderen Seite montieren, dass ich dort auch Starkstrom habe. Denn jetzt ist es noch möglich, das zu richten. Später, wenn das fertig ist, wird es sehr kompliziert. Hier habe ich in der Garage die Lichtschalter. Zuerst habe ich überlegt, ich werde hier herinnen noch 3 Steckdosen geben, aber ich habe auf der Gegenüberwand 4 Meter neben auch 3 Steckdosen, eigentlich 6 Steckdosen. Dann werde ich die auch in die Garage hinausschauen lassen. Und von hier habe ich dieses Kabel einfach weitergeleitet. Das geht hier durch und kommt zu den 2 her. Dann habe ich hier
auch noch Strom. Jetzt werden wir rausgehen und werden draußen die Steckdosen bohren mit der Einteilung 71, 72 mm Abstand zwischen den Bohrungen. Draußen ist es dunkel und verstellt, aber wir werden es irgendwie schaffen. Viel werdet ihr nicht sehen, aber Hauptsache mich. So, hier ist noch ein Markriss, von dem gehe ich weiter. Und hier ist aber ein Balken, das kann ich hier an den Schrauben sehen. Den muss ich auslassen, also gehe ich ungefähr 20 cm, ist die erste Bohrung. Wasserwaage, Riss und jetzt geht's los. Also hier haben wir unseren Punkt und dann 71 mm und einmal noch 71 mm und dann mache ich hier die drei Bohrungen. Jetzt kann man reingucken. Schraubenzieher ist immer gut, wenn man dabei hat, dann kann man das gleich wieder rausnehmen. Und die nächste Bohrung. Und gleich zur nächsten Bohrung. Und gleich wieder heraus. Das war jetzt Steckdosenbohren in Höchstgeschwindigkeit. Nein, in Normalgeschwindigkeit. Ein Elektriker hätte wahrscheinlich alle drei gleichzeitig gebohrt mit einem Bohrer. Das sind Maschinen. Das Video ist vorbei, es ist traurig. Mir wäre es lieber, es würde erst anfangen. Aber es wär auch möglich, dass es anfängt. Aber falls es jetzt aus ist, sagen wir Tschüss. Also ich, die Nadja, hält das Handy. Das wird mit dem Handy gefilmt. Nein, das sagt, dass die Menschen abonnieren sollen und gefällt mir drücken. Abonnieren und gefällt mir drücken. Und schaut euch die anderen Kommentare an. Nicht die Kommentare, die anderen Videos. Und was die Nadja immer sehr freut, ist, wenn jemand Kommentare schreibt. Schreibt unten in den Kommentar hinein 1, 2 Polizei. Ah, nein, das ist ein Blödsinn. Schreibt hinein 3, 4 Bier. Schreibt hinein, Tischler arbeiten mit Tschüss, Papa.